Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vorweg, ich glaube, es besteht Einigkeit, dass wir unsere Sparkassen und Genossenschaftsbanken schützen wollen und dass sie nicht erdrosselt werden von europäischen Regelungen. Ich hoffe, dass diese Einigkeit besteht. Und deswegen, Herr Kollege Obtendrenk, wenn Sie dann was Gemeinsames machen wollen, ist es dann vielleicht nicht der richtige Weg, einen Antrag einzubringen, vorher keinen Kontakt aufzunehmen und den dann zur direkten Abstimmung zu stellen. Sie schütten in diesem Antrag aber auch das Kind mit dem Bade aus. Denn wenn man es ernst meint, dass Risiken von Bankenpleiten nicht zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gehen, wenn wir es ernst meinen, dass wir im nationalstaatlichen Rahmen, was wir ja schon erlebt haben, auch in Deutschland erlebt haben, dass dieser Rahmen eben nicht ausreicht, um Fehlverhalten von Banken aufzufangen, dann muss man dafür sorgen, dass bei Problemen bei einer Einlagensicherung eben gerade nicht das Budget des Nationalstaates herangezogen wird, sondern dass es ein anderes System gibt. Dann geht es nur gemeinsam europäisch, dann geht es nur mit einer europäischen Lösung. Und diese europäische Lösung brauchen wir. Und deswegen finden wir es richtig, dass man an einer europäischen Einlagensicherung arbeitet, um das System insgesamt stabiler zu machen. Und deswegen ist es falsch, was Sie in Ihrem Antrag sagen, dass Sie dieses Vorhaben in Gänze ablehnen. Gleichzeitig hat sich das deutsche Einlagensicherungssystem mit Blick auf die Sparkassen und Genossenschaftsbanken bewährt. Die vollkommene Vergemeinschaftung der europäischen Einlagensicherungssysteme in der Form, wie sie jetzt von der Kommission vorgelegt wird, gefährdet allerdings diese Strukturen. Das deutsche Drei-Säulen-Modell sollte daher erhalten bleiben, und das hat wortwörtlich der Landtag so auch in einem Änderungsantrag aller Fraktionen, Herr Kollege Obtendrenk, am 7. November 2012, Drucksachen Nummer 16/1322, beschlossen. Es geht heute um die Frage, was passiert eigentlich, wenn das Einlagensystem eines Mitgliedstaates nicht ausreicht, weil die Bankenpleite dann so groß ist, dass das Sicherungssystem das nicht mehr tragen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, eben, dass der Nationalstaat einspringt, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Und wir haben in Deutschland erlebt, dass bei einer großen Bank das im Bereich der Privatbanken nicht mehr ausreicht und dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler am Ende die Zeche zahlen. Und die Alternative dazu ist ein System, bei dem auch die Banken beteiligt werden. Und ich finde, dass die Bankenunion die Banken in der Eurozone robuster gemacht hat und das Vertrauen in das Finanzsystem und in dieses Einlagensicherungssystem gestärkt hat. Und für eine funktionierende Bankenunion braucht es eine europäische Einlagensicherung. Sie muss für alle Institute gelten, aber nur als Rückversicherung. Und meine Damen und Herren, bestehende Sicherungssysteme, die funktionieren, wie die solide Institutssicherung der deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, dürfen nicht zerstört werden. Und wenn es hier eine Einigkeit gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, dann lassen Sie uns dann vielleicht noch mal überreden, ob dieses Verfahren, was Sie hier aufrufen, wirklich sinnvoll ist oder ob wir da vielleicht noch mal losgelöst von diesem Antrag eine Runde im Ausschuss drehen. Vielen Dank.